Ich darf Uwe Seeler zu mir bitten. Bitte schön. Danke. Hallo. Ja, hallo. Ja, Seeler, Sie waren auch noch nicht bei einer Rave-Veranstaltung, oder? Nein, absolut nicht. Ich habe das erste Mal jetzt gesehen. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ihr mich einladet, ob ich mitkomme, aber sicherlich nicht allzu lange. Das Nein. weiß ich jetzt schon. Aber wir könnten ja da hingehen, ne? Ja. Irgendwo in Richtig. Eine Ecke. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so toll finde, nur Wasser und all diese Säfte also, zu trinken. Na, ich würde sagen, ich wäre dann für ein schönes, kühles, blondes Bier. Gut. Siehst du, auch Drogen, ne? Wir nehmen auch Drogen. Flüssig. Sie sind Jahrgang 36? Ja. Also etwas jünger als ich und... Olympischer Jahrgang. Olympischer Jahrgang? Erinnern Sie sich noch an das Ende des Krieges, Herr Seeler? Ja, sicherlich als Kind schon, denn ich habe in einer Gegend gewohnt, wo ja auch sehr viel ausgebombt worden ist. Ich war zeitweise ja auch in Bayern. Wir sind ja evakuiert worden, weil es bei uns im Haus auch gebrannt hat. Und ich kenne natürlich auch noch leider die Zeit, wo wir dann bei Alarm immer in den Keller mussten. Bei uns oben ist dann auch Gott sei Dank nur eine Brandbombe eingeschlagen, die dann Gott sei Dank erkannt wurde und gelöscht wurde, wo wir im Keller waren. Also ich habe da schon schlimme Zeiten mitgemacht, Nachbarhäuser ausgebrannt, wo wir teilweise als Kinder dann noch so während des Brennens noch mit ausgeräumt haben. Also es war schon eine sehr grausame Zeit, vor allen Dingen, weil man ja nachts nie wusste, was nun passiert und man... Ich glaube, für die Eltern war es noch schlimmer, weil wir als Kinder das nicht ganz so wahrgenommen haben. Nein, und es war fast Abenteuer. Aber es war keine sehr schöne Zeit, das muss man einfach sagen. Wie schnell nach dem Krieg ging es denn mit dem Sport wieder los? Ja, also ich muss sagen, beim HSV ging es sogar unheimlich schnell los. 1946 wurde bei uns im HSV der ganze Fußballsport wieder neu koordiniert. Das war bei einem Glücksumstand. Und zwar war das ein Mann, Günter Mahlmann, das war ein Studienrat, der im HSV und nach dem Krieg dann im Verein neue Strukturen gesetzt hat. Und mit dem bin ich dann praktisch auch von Anfang bis Ende meiner Laufbahn fast durchgegangen. Der hat Gott sei Dank die Gabe gehabt, den Verein so zu führen, wie das, sag ich mal, in der Jugend auch notwendig war. Aber es war natürlich unheimlich schwierig nach dem Krieg, brauche ich nicht zu sagen. Es gab ja keine Materialien, es gab keine Schuhe, es gab keine... Nicht mal Bälle, richtig? Nein, wir haben uns teilweise die Bälle noch selbst, wir haben ja Dosen genommen, alles, was auf der Straße lag, damit haben wir Fußball gespielt. Wir sind ja in einer Zeit groß geworden, wo wir Gott sei Dank, sag ich mal, zu der Zeit auch auf der Straße, überall, wo wir waren, dann spielen noch spielen konnten. Und da waren dann Trümmergrundstücke, die haben wir uns weggeräumt. Das war dann aber mehr Glas und Asche, darauf haben wir gebolzt. Also Bälle konnte man das nicht nennen, wenn man also heutige Vergleiche nimmt, dann sind das heute Traumbälle. Wir haben also, das waren mehr Ostereier, aber wir haben damit gespielt, weil es nichts anderes gab. Ja. Wissen Sie noch, wie alt Sie waren, als Sie das erste Fußballspiel vor Publikum gespielt haben? Also richtig so? Ja, da bin ich also, glaube ich, so 11 oder 12 Jahre alt gewesen. Und zwar ging das Frühjahr noch nach dem Krieg, da hat das HSV um die Zonenmeisterschaft gespielt. Und da mein Vater ja auch ein sehr guter und auch bekannter Fußballer war, da war im alten Volksparkstadion, haben wir dann mal ein Vorspiel gemacht, davon gibt es auch Bilder, ich glaube sogar gegen West-Eimsbüttel, das waren also immer große Lokalkämpfe gegen Viktoria, Eimsbüttel, Altona, Concordia. Und wenn man die Bilder sieht und dann meine Schuhe sieht, die ich dort anhabe, die waren mindestens 2, 3 Nummern zu groß, aber das hat alles gar keine Rolle gespielt, hauptsächlich wir hatten etwas. Also mit heutigen Fußballschuhen kann man die überhaupt nicht vergleichen. Heute würde man sehr wahrscheinlich 1 Minute in den Schuhen sein und die Füße wären total kaputt, aber es gab nichts anderes. Und wir waren glücklich, dass wir was zum Bolzen haben. Mit 11 wollten Sie damals, oder war Ihnen damals schon klar, dass Sie gerne ein Fußballstar werden wollen? Also einer, der ganz gut Fußball spielt und der vor vielen Menschen Fußball spielt? Überhaupt nicht. Ich bin auf der Straße groß geworden. Man hat mich auch oft gefragt, seit wann ich Fußball spiele. Da muss ich sagen, seitdem ich auf eigenen Beinen stehe. Ich habe einen Bruder, der 5 Jahre älter war, der hat mich immer mitgezogen. Dann habe ich im Verein gespielt. Günter Mahlmann war sehr streng. Ich muss sogar sagen, dass ich Training oft geschwänzt habe, weil ich jeden Tag auf der Straße bolzen konnte. Wo auch immer, wir haben ja Straße gegen Straße gespielt, haben Mannschaften gebildet. Das war so super. Und ich bin dann über meinen Vater von Günter Mahlmann herzlich gegrüßt worden. Und da hat Günter Mahlmann nur gesagt, also stell deinem Sohn Uwe mal einen wunderschönen Gruß. Wenn er meint, er bräuchte nicht zum Training kommen, dann braucht er überhaupt nicht mehr kommen. Und das hat gesessen. Oh. Denn Wettspiele wollte ich gerne mitmachen.
Und von da an bin ich dann immer zum Training gegangen. Da muss man aber wissen, dass ich in Eppendorf gewohnt habe in Hamburg und immer nach Ochsenzoll, das sind also schätzungsweise 20 Kilometer, also außerhalb, das eben hinter der Stadtgrenze Hamburgs, die Jugendanlage des HSV war. Das heißt also, ich musste mit der U-Bahn fahren oder mit dem Fahrrad fahren. Und ich muss ehrlich sagen, Fahrrad hatte ich zu der Zeit leider nicht. Also musste ich mit der U-Bahn, das war eine lange, lange Reise hin und wieder zurück und Training. Und da war ich dann natürlich manchmal zu bequem. Aber ich habe es dann schnell begriffen. Und war denn für Sie dann doch klar irgendwann, dass Fußball Ihr Leben sein wird? Ja, also an und für sich ist ja Fußball mein Leben von klein auf an. Aber mir war an und für sich nur klar, dass ich gerne Fußball spiele, dass ich auch in der Mannschaft Leistung bringe, in der Jugend schon. Und im Fußball muss ich leider sagen, oder leider Gott sei Dank, war ich ja ein Frühreifer. Habe ja mit 16 schon mein erstes Ligaspiel gemacht. Wir haben auch eine sehr gute Jugendmannschaft immer gehabt mit den früheren Kollegen, ob es Jürgen Werner, Gerd Kufer. Und wir haben mehr oder weniger auch einmal die Hamburger Meisterschaft oder Pokal, wir haben alles abgeräumt, fast ausschließlich. Und da war es natürlich auch klar, dass das nächste Ziel einmal in die Ligamannschaft des HSV zu kommen. Das war das Ziel. Also hat sich so Aber an mehr habe ich, hab ich gar nicht gedacht. Gab es damals schon Profifußballer, die hoch bezahlt waren? Nein, überhaupt nicht. Zu der Zeit haben wir überhaupt nicht an bezahlten Fußballer, an Profifußball gedacht. Also das war sondern wir haben Fußball aus Leidenschaft gespielt, hatten Ziele, nämlich in die Liga zu kommen. Und da hatten wir noch nicht mal die Ziele, vielleicht noch den nächsten Schritt, sag ich mal, Nationalmannschaft. Da gab es früher noch diese Städtespiele Hamburg-Berlin. Da wollten wir für Hamburg spielen, dann für Norddeutschland. Und da war die Nationalmannschaft noch weit weg. Ab wann gab es denn Profi-Bundesliga? 1963 ist der Profifußball hier in Deutschland eingeführt worden. Aber ich muss auch da sagen, 62 wussten wir noch gar nicht, dass 63 die Profiliga kommt. Es wusste nur einer, das war der frühere Präsident vom 1. FC Köln, der Franz Krämer. Der war aber auch im DFB, der war ein ganz cleverer. Der ist auch gleich deutscher Meister geworden, weil er wusste, dass die Bundesliga jetzt kommt. Und wann haben Sie Ihr spektakuläres Angebot aus Italien bekommen? Ja, das war in der Zeit 60-61. Das heißt, zu der Zeit wussten Sie nicht, dass demnächst überhaupt mal Profifußball in Deutschland kommt? Nein. Wie hoch war das Angebot? Ja, wie hoch war es? Also wir waren bei 1 Million Handgeld. Was hat damals ein, das war 60, was hat damals das kann man ja hochrechnen. Ja, was hat damals ein Käfer gekostet? 4.500? Ja, so in dem Dreh, glaube ich. Ja. Da war 1 Million viel Geld. Ja, ja gut, es gab ja noch so ein paar nette Begleiterscheinungen. Zu der Zeit hatten die Italiener auch schon viel, viel Geld. Aber ich glaube, man war noch nicht so, ich war auch völlig unvorbereitet, weil mit Profifußball hatte ich mich gar nicht beschäftigt, hatte meinen Beruf, hatte viel zu tun. Man war einfach nicht so weit. Dann außerdem, ja gut, in Hamburg lebt es sich auch ganz gut. Ich bin mit dem HSV ja auch so ein bisschen groß geworden. Aber war der letzte, also hatten Sie irgendwie, Sie haben das abgelehnt für diejenigen, die es nicht wissen, richtig, für die zwei. Aber auch, ich muss auch ehrlicherweise sagen, ein paar Tage war ich auch ein bisschen schwindelig, weil die waren nie am Ende. Dann haben sie immer das noch und das noch. Dann hatte ich aber auch einen guten Berater und ich hatte zu der Zeit auch gerade meine neue Tätigkeit übernommen, mich selbstständig gemacht. Sie haben ja, da Sie nicht von Anfang an Profifußballer waren, haben Sie ja sehr früh ein eigenes, richtig, das eigenes mussten wir, ja. Gewerbe gehabt. Ja. Heute fangen viele ja erst nach der Profifußball richtig, das Karriere ist also völlig an. Umgekehrt. Wir mussten ja einen Beruf erlernen, wir mussten auch einen Beruf ausüben, wenn man eine Familie überhaupt gründen oder geschweige ernähren wollte. Denn für Fußball gab es kein Geld. Ich meine, das ist aber auch uralter Zopf. Es gab dann nachher, als gab es mal 320 Mark Monats auch so Aufwandsentschädigung, nachher 400 Mark. Also an Profifußball und an Geld ist zu der Zeit, hat man gar nicht gedacht, dass das mal kommen würde, sondern man musste seinen Beruf und den Fußball, das war eben Hobby, das war eine schöne also Zeit. Also seitdem Sie dieses Angebot abgelehnt haben, waren Sie für Deutschland schon etwas wie ein Idol, weil Sie die Werte, die zumindest damals sehr hoch angesehen waren, also einmal natürlich Sinn für die Heimat, nicht die Heimat verlassen, nicht? Aber auch der Theologe Thielicke sagte damals, bevor Sie sich entschieden haben, er soll der Jugend ein Vorbild sein für die Lauterkeit der Gesinnung, das waren Sie dann. Und danach hieß es immer ein Synonym für Fleiß, Ehrgeiz, Fairness, Ehrlichkeit, Bescheidenheit. Würden Sie diese Attribute auch akzeptieren für sich? Das ist immer schwer, wenn man das von ich weiß, sich selbst behauptet. Aber zum Beispiel sind Sie ein bescheidener Mensch. Alle, die mich kennen und das über Jahrzehnte, würde ich sagen, also das trifft schon zu. Sie haben mal gesagt, am liebsten agiere ich aus der zweiten Reihe. Das ist noch heute so, ja. Das war zu meiner aktiven Zeit so. Das ist auch heute so. Aber ich glaube auch, alles andere, ja, da ist mein Naturell nicht für geeignet.
Ich bin so, wie ich bin, bin gern so, wie ich bin. Und ich glaube, man kann auch, sag ich mal, mit Leistung überzeugen. Und man muss nicht immer an vorderster Stelle nun unbedingt den Mund groß aufmachen. Sie haben mal gesagt, angeblich, ich kann das nur zitieren, das Schönste auf der Welt ist es, normal zu sein. Ja, und man hat ja auch zu mir gesagt, ich wäre der stinknormalste Mensch, den es überhaupt gibt. Ja. Aber das bin ich sehr gern und möchte ich auch bleiben. Aber dann wurden Sie ja doch ein Star. Und wie bleibt man bescheiden, wenn man ein Star ist? Ja gut, wenn man sich voll auf seine Leistung konzentriert, dann hat man für andere Dinge überhaupt keine Zeit. Also ich war begeisterter Fußballer und ich habe versucht, mich für jedes Spiel immer neu vorzubereiten. Denn es ist ja so, gerade wenn man, der Weg nach oben ist schon schwierig. Sich dort zu halten, der ist das Schwierigste überhaupt. Und da muss man, sage ich mal, von Sonntag zu Sonntag oder ich meine von Mittwoch zu Mittwoch, ist egal, muss man immer wieder praktisch die Leistung versuchen zu verbessern. Denn es ist ja so, wenn man gute Leistung hat, überall bekannt ist, dann lassen die anderen sich ja auch etwas einfallen. Also muss ich gut sein. Da hatte ich gar keine Zeit für andere Dinge, geschweige zum Verrücktspielen. Hatten Sie Zeit, mal in ein Konzert von Peter Klaus zu gehen? Hatten Sie Zeit, mal in ein Konzert von Peter Klaus zu gehen? Uwe, jetzt. Peter, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Weil bei dieser Masse Mensch wollte ich nicht mittendrin sein, sondern ich habe mir die Musik angehört und das habe ich auf dem Fußballplatz dann versucht umzusetzen. Aber mit dem Ball. Aber man muss auch immer berücksichtigen, dass wir ja keine Vollprofis waren, sondern wir haben ja praktisch unseren Beruf gehabt und mussten von morgens und wir haben dann also nachmittags trainiert. Wir haben natürlich auch noch nicht täglich trainiert, nur dadurch, dass ich früh in die Nationalmannschaft beziehungsweise auch für die Hamburg und für Norddeutschland gespielt habe, habe ich also, das kann ich sagen, fast täglich trainiert und das musste ich dann natürlich immer abends machen und da war natürlich auch keine Zeit, Beruf und Leistungssport, da brauche ich nicht zu sagen, da ist keine Zeit für andere Dinge und ich bin auch ganz ehrlich und meine Frau wird das bestätigen, ich war abends auch früh kaputt. Denn wenn man Beruf gemacht hat und abends noch hart trainiert hat, dann ist man natürlich auch froh, wenn man zu Hause nicht so. Keine Zeit für Skandale. Keine Zeit dafür, nein. Jetzt würde ich gerne das Gespräch weiter fortführen, indem ich Herrn Effenberg dazulade. Denn jetzt gibt es so ein paar interessante Sachen. Darf ich Stefan Effenberg zu mir? Effenberg, Sie zählen zu den Spitzenfußballern mit sehr hohen Gagen, mit Angeboten. Sie waren in Italien, spielen jetzt in Mönchengladbach. Aber Sie sind auch sehr umstritten und man hat Sie so ein bisschen zum Buhmann der Fußballnation aufgebaut. Woran liegt das? Ist das nur die Presse? Nein, der Presse alleine die Schuld zu geben, wird zu einfach. Ich habe mit Sicherheit auch Fehler gemacht. Ist ganz klar. Gebe ich zu, stehe ich auch zu den Fehlern. Nur die Leute verstehen es einfach nicht, die Fehler auch mal zu vergessen. Die wichtigste Aufgabe der Journalisten ist ja immer auch tief in der Vergangenheit herumzugraben und Dinge nochmal rauszuholen. Und das ist für mich ein großes Problem, persönlich für mich. Was haben Sie für ein Verhältnis zum Publikum, also zum Stadionpublikum, zu den Fans, aber zu allen, die da sitzen? Kommt drauf an. In Mönchengladbach ist das natürlich wunderbar, das ist klar. Wenn man natürlich woanders hinfährt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, ich kann den Leuten nicht verbieten, zu pfeifen oder sonst irgendwas zu machen. Ich muss es in Kauf nehmen und fertig aus. Aber haben Sie das Gefühl, das sind sozusagen Ihre Arbeitgeber, die Sie bezahlen, jeder Einzelne mit seinem Eintritt? Denn das ist ja so ein bisschen manchmal das Gefühl umgekehrt vom Zuschauer, vom Publikum. Ja, bei Heimspielen ist es ja so der Fall, aber in Gladbach ist es ja auch so, dass da nicht so viel bei rumkommt. Und der Verein bezahlt mich gut. Und Sie müssen Ihre Leistung bringen. Und ich muss dafür natürlich auf jeden Fall meine Leistung bringen. Unter diesem Druck stehe ich. Wenn ich die Leistung nicht bringe, kann mir keiner wehtun, aber man hat denn, das Leben ist dann schwieriger. Sie haben einmal, da ich nicht ein sehr großer Kenner der Fußballszene bin, muss ich bitten um Verzeihung, dass ich das nicht genau weiß. Sie haben einmal irgendwas zum Publikum gerufen.
irgendwie, was man dann als Beschimpfung oder so apostrophiert hat. Da ich das ja immer nur aus den bösen Zeitungen erfahre, will ich jetzt von Ihnen persönlich wissen, was haben Sie denn gerufen? Na, ich glaube, gerufen bei 60.000, man hätte mich gar nicht gehört. Da war schon irgendwas anderes gesagt. Ja, ich meine... Ich meine nicht bei der Weltmeisterschaft, da haben Sie ein etwas gezeigt. Das habe ich auch mit, das habe sogar ich mitgekriegt. Also nicht fürs Recht. Aber irgendwo in Deutschland mal bei einem Spiel hat man gesagt, Sie hätten irgendwas, irgendwie das Publikum beschimpft oder was. Stimmt gar nicht. Wissen Sie gar nicht. Gut, also dann nur die. Sowas wie so eine spontane Geste, die Sie da gemacht haben, ist das einfach Ihr Temperament, das da mit Ihnen durchgegangen ist? Ich finde, dass das viel zu sehr aufgebaut wurde. Ich meine, Millionen Menschen machen das. Meine Tochter kommt nach Hause und macht so und sage ich, sie weißt du überhaupt, was das heißt? Und dann sagt sie, ja, willst du mit mir gehen? Und dann, ich meine, ich habe es gemacht, ich habe es vor dem deutschen Publikum gemacht. Aber das machen, glaube ich, so viele Leute. Warum ist das denn gerade bei mir schlimm? Jetzt will ich den alten Profi hören. Ist es ein Unterschied, ob man das irgendwo sonst macht oder im Fußballstadion? Ist diese Fußballgemeinde, also auch diese Beziehung zwischen dem Spieler und dem Fan oder dem Zuschauer, ist das etwas Heiliges sozusagen? Ich glaube, der Stefan hat vorhin etwas gesagt, man muss auch vergessen können. Ich habe aber auch auf der Tribüne gesessen und ich kann nur aus Erfahrung sagen, das weiß er auch. Dass, ich meine ich auch nicht. Nein, ich weiß, dass das Publikum und die Fans, die deutschen Fans, das leider anders aufgefasst haben, das weißt du auch. Also ich bin hier nicht der Lehrmeister. Nee, nur auf der anderen Seite, die Erregung kann ich verstehen. Also ich würde mal sagen, das weiß der Stefan auch, es war der Situation nicht glücklich. Nur ich glaube, wenn der Stefan gleich gesagt hat, Mensch, Kinder, das tut mir leid, so habe ich es nicht gemeint, fertig, aus. Ich glaube, da ist eben von der Presse, wie du sagst, sehr viel natürlich aufgebauscht worden. Alle waren erregt, alle haben es anders interpretiert. Wenn der Stefan meines Erachtens gleich gesagt hätte, Mensch, tut mir leid, in der Erregung, war sauer, dann wird das meines Erachtens schon lange vergessen. Aber ich bin auch der Meinung, Stefan hat gesagt, dass ihm das selbst leid tut. Und da muss man darüber reden, da muss sowas auch vergessen sein. Denn wir machen ja alle irgendwo im Leben, machen wir ja alle, mal Fehler. Und warum soll er fehlerfrei sein? Was mich jetzt interessiert ist, Sie haben mal eine Ohrfeige gekriegt von einem Spieler aus Uruguay. Bei einer WM, ja, ist richtig. Bei einer Weltmeisterschaft. Ja. Also wenn ihm das passiert wäre, hätte er die zurückgeknallt, denke ich mal. Kann passieren, oder? Nein, würde ich mal denken, also ohne ihn zu nahe treten zu wollen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich auch nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Das ist auch schwer nachzuvollziehen. Ja, man weiß ja nie, was passiert. Aber Sie haben nicht zurückgeschlagen. Nein, ich hab gelacht und bin dann auch noch angespuckt worden. Aber da ich schon gesehen habe, dass der Schiedsrichter den rausgeschmissen hat, also gezeigt hat, aber, da war ich froh, Mensch, jetzt Gott sei Dank einer von den Wenern, denn die Uruguay hatte eine sensationell gute Mannschaft. Und das fing gleich an, die haben gleich oben einer ans Kreuz gehört. Da habe ich gedacht, oh verdammt, das kann gefährlich werden. Es ist wichtig, dass einer rauskommt. Aber in dem Moment war ich Gott sei Dank, habe ich gefasst und habe gesagt, okay, wenn der rausfliegt, du darfst nicht mit, das ist nicht gut für deine Mannschaft. Was mich interessiert ist, ist das jetzt zwischen Ihnen nur ein Unterschied in Ihrem Temperament, von Ihrem Temperament zu Ihrem? Oder hat sich einfach die Zeit auch geändert? War man früher viel verträglicher, indem man sowieso mehr als Gemeinschaftsgefühl antrat, während ich manchmal das Gefühl habe, ein bisschen wie bei der Technomusik, wo wir eben gehört haben, Individualist. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und denkt auch in erster Linie an sich. Während man früher, Sepp Herber gesagt, Freunde müsste sein und solche Sachen. Freunde gibt es gar nicht. Gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Wir sind eine Mannschaft, wir wollen zusammen gewinnen, nur zusammen können wir gewinnen. Aber ich glaube schon, dass die Zeiten haben sich geändert. Das ist ganz klar. Früher, ich meine, heute ist es viel, viel schwieriger, mit der Öffentlichkeit umzugehen, Fußball zu spielen. Es ist nicht mehr so wie früher. Früher war es, glaube ich, relativ einfach. Es war eine große Gemeinschaft zwischen allen. Wir waren, bei uns spielte doch noch Gemeinschaft und Kameradschaft. Aber ich würde mal sagen, um Erfolg zu haben auf dem Platz, ist die Zeit natürlich völlig anders. Was er sagt, ist richtig. Nur eine Gemeinschaft auf dem Platz müsst ihr sein, um Erfolg zu haben. Ich glaube, so muss man sagen. Aber Freunde, was Stefan sagt, das ist in dem Sinne nicht mehr, weil das eben ein ganz... Und wie ist das mit der Presse? Ist die Presse heute schwieriger als früher? Ja, sie ist aggressiver geworden. Ja, auf jeden Fall aggressiver. Also, aber ich glaube, dass der entscheidende Punkt auch ist, heute verdient man sehr, sehr viel Geld und früher war es nicht so. Und ich glaube, wenn man innerhalb einer Mannschaft, wenn es mal nicht so läuft, auch diese Dinge zum Vorschein kommen, dass der verdient so viel und jetzt müssen wir mal und
warum so war große... Also ich denke, dass das übrigens auch... Das müsste im Vorfeld meines Erachtens geklärt sein, innerhalb dieser... Sollte es. Wenn es gut läuft, ne? Hat man keine Probleme. Ja, das ist klar. Das ist bei uns ja der Fall. Ich denke auch... Aber es sollte grundsätzlich so sein, weil eben, ich sage einfach mal, da sind wir hoffentlich auch einer Meinung, die Nationalmannschaft, wir können uns drehen und wenden, wie wir wollen. Die Nationalmannschaft ist das Aushängeschild des deutschen Fußballs. Und dann muss es nach Möglichkeit auch klappen, auch im Freundschaftsspiel, dass man zumindest... Man muss nicht gewinnen, aber man muss... Sag ich mal, engagierten Fußball. Man muss nicht gewinnen. Es gibt ein spektakuläres Foto von Ihnen, wie Sie gebückt nach einer Niederlage. Wir haben das Foto, glaube ich, da. Das ist, also, das ist ein Foto, ja, das kennt fast jeder. Sie gehen vom Wembley-Stadion, glaube ich. Ja, da weiß ich gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Wahrscheinlich haben Sie irgendwas geguckt auf dem Boden. Da war ich mit Jack und Birks fertig. Also, das ist, aber sowas kommt. Ja, aber geht man mit Niederlagen um? Ja gut, man ärgert sich schon und man muss sie verkraften, aber... im Sport gehören Niederlagen dazu, wie auch überall. Also ich habe ja immer gesagt, und das, ich war auf dem Platz immer ein Verrückter. Also ich konnte nicht gut verlieren, sondern ich wollte bis zur letzten Sekunde gewinnen. Aber letztendlich hat doch immer für mich gegolten, dass ich gesagt habe, gewinnen wollen, aber auch verlieren können. Das gehört im Sport einfach aber dazu. Ist das nicht auch anders heute, wo auch so viel Geld auf dem Spiel steht? Ja, heute sind auch wiederum die Zeiten. Also weiß man, man kann leicht für ein Spiel 5 oder 10 oder 15.000 Mark gewinnen für ein Spiel, das heißt also für 90 Minuten. Ja. Und da geht man natürlich schon viel, viel aggressiver in das Spiel rein. Man pusht sich hoch. Also ich glaube, dass da auch ein großer Unterschied besteht. Man nimmt eine Niederlage nicht so gelassen hin. Nein, also das ist natürlich klar. Man muss immer sehen, wie man verliert. Wenn man wirklich keine Chance hat, dann tut einem das nicht so weh, als wenn man gleich starke Mannschaften spielen und in der 90. Minute 1-0 verliert. Dann ist es schwierig. Also Uwe Seeler war viele Jahre ein Idol und sicherlich ein Vorbild für viele. Wir haben vorhin schon mit Maruscha und Peter darüber gesprochen. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie, obwohl Sie von vielen sehr aggressiv angegangen werden, aber dass Sie auch für eine bestimmte kleinere Gruppe auch ein Vorbild sind, weil Sie ja zum Beispiel sehr stark für Selbstbewusstsein stehen und für sich nicht unterkriegen lassen? Für zwei Leute, für meinen Sohn und... Nein. Also ich sehe mich nicht als Vorbild. Ich muss sagen, ich bringe meine Leistung, wenn kleine Kinder so sein wollen wie der Stefan Effenberg, dann ist das in Ordnung. Aber ich kann kein Vorbild abgeben, weil Vorbilder sind clean, machen oder haben nie Skandale, nehmen keinen Alkohol zu sich und dürfen sie... Nein, das sind immer die Vorbilder von früher. Heute ist das, glaube ich... Ja, ist auch ein bisschen anders, aber anders. Mich so reinzustellen, dass ich sage, ich möchte ein Vorbild sein oder ich möchte ein Idol sein, das will ich nicht, das tue ich nicht, das sollen andere sein. Ihnen geht es um Ihre Leistung? Nur. Und um das, was Sie sind und was Sie machen? Also auch ein bisschen ein individualistischer Ansatz, wie Maruscha ihn vorhin gesagt hat. Vielleicht ist das doch auch eine Frage der Generation. Wir sind 11 Leute, sie ist glaube ich alleine. Sie hat auch ein Team hinter sich. Ja, aber ich glaube, nur zusammen ist man da. Also, weil wir von der Presse sprachen, natürlich, jemand, der viel verdient, ist sowieso immer eher ein Objekt des Angriffs. Und wenn er viel verdient und brav und immer kuscht, dann geht es ja noch. Aber wenn er viel verdient und auch noch aufmüpfig ist, das ist gar... das mögen die gar nicht, aber die Presse. Aber 5, 6 Jahre kann ich damit auch noch leben. Können Sie noch gerne nehmen? Kein Problem. Ich habe neulich vor Sonntag vor 8 Tagen in einer berühmten Zeitung, die nur sonntags erscheint, gelesen, dass Sie sozusagen eine Art nationalen Verrat begangen haben. Also etwa so, wie wenn Sie dieses Geheimnis der Atombombe an den Feind verraten hätten. Sie haben nämlich dem Journalisten gesagt, Sie waren schon um 3 Uhr zu Hause, aber man hat Sie um 6 Uhr noch in der Disco gesehen. Der hat also wirklich, ich habe noch selten einen so bösen Artikel über jemanden gelesen, deswegen. Wie lebt man damit? Ich meine, geht das? Steckt man das weg? Lesen Sie das oder lesen Sie es nicht? Ärgert Sie das? Man wird mit konfrontiert. Leute sprechen sich dich darauf an. Es war natürlich nicht einfach an diesem Sonntag, weil es wurden Dinge geschrieben, die einfach nicht stimmten. Es wurden Dinge geschrieben, die über Tage hinweggezogen wurden, wie Sie eben gesagt haben, ich war um 3 im Bett oder um 6 oder um 5, war noch in der Disco. Wen interessiert denn das? Es gibt doch viel, viel wichtigere Dinge, die interessieren, als ob Stefan Effenberg um 3 auf sein Bett geht oder um 4 oder 5. Wen interessiert das? Das darf doch nicht am Sonntag über 2 Seiten groß angeschlagen werden, dass ich halt ein bisschen später im Bett war.
Aber Sie hätten, Sie hätten sagen müssen, dass Sie spät erst im Bett waren. Das war der große Vorwurf. Nee, das ist absoluter Schwachsinn, ist das für mich. Sie müssten mal so eine 48-Stunden-Rave-Party mitmachen. Da kriegen die überhaupt nicht mehr mit, wann sie nach Hause gehen. Das ist das Beste, ne? Nur, Stefan, das wirst du auch in den nächsten 100 Jahren nicht ändern. Wenn du im Blickpunkt stehst, werden sie darüber schreiben. Naja, aber es gibt Dinge, die nicht gehen. Das gibt's nicht. Man darf nie unter die Gürtellinie gehen. Das hat's früher aber auch schon gegeben. Also ich stecke Schläge ein. Alles in Ordnung. Aber Dinge, die nicht stimmen, unter die Gürtellinie, habe ich keinen... Das finde ich auch nicht gut. Nein, ich sage nur, du wirst damit leben müssen, dass solche Dinge... Hat Sie das manchmal bedrückt, dass Sie so im Mittelpunkt waren? Besonders, weil Sie eigentlich eher der Mann der zweiten Reihe sind. Ja, nee, also mich hat das nicht bedrückt, aber ich habe mir denjenigen dann auch gegriffen, denn die große Zeitung oder die großen Zeitungen, die hat es da auch schon gegeben. Und da waren auch nicht alle sehr brav. Die haben auch manchmal, also eben gerade wenn wir auf Reise waren, auch schon sehr viel dummes Zeug geschrieben. Ich habe sie mir auch gegriffen. Nur heute ist es sicherlich noch aggressiver und verrückter geworden. Nur man wird es einfach nicht ändern, wenn man im Blickpunkt steht, ob hier nun Peter genauso bestätigt. Wenn du mal irgendwo, genau. Bestimmte Sachen hängen ewig nach. Genau, ob du denn mal bis 3 oder 4, das ist für die interessant, für uns nicht. Nein. Ich kann mir heute noch totlachen, dass mich wildfremde Menschen ansprechen. Du bist der sie mit 50 Mark die Zigaretten immer angezündet hat. Richtig. Das ist eine Geschichte, die nie existierte, die nie war, aber weil ich nie geraucht habe. Da war man so bei Vorbild, das ist der einzige Vorteil vom Vorbild sein, dass ich dadurch nicht zu rauchen begonnen habe. Trotzdem existiert diese Geschichte. Ja, die Menschen sprechen mich heute noch drauf an. Und das ist her jetzt. Ja. 30 Jahre. Gut, ja, das ist verrückt. Also. Aber gut, Sie wollen ja kein Vorbild oder Idol sein. Deswegen gehen Sie Ihren Weg. Wo wird der in den nächsten Jahren sein, Mönchengladbach? Ich hoffe es, dass die Vereine sich einigen werden und ich weiterhin bei Gladbach spielen kann. Das sind Sie gern. Da fühlen wir uns wohl. Auch die Familie? Ja, auf jeden Fall. Kinder und so. Dauernde Wechsel, obwohl Italien sicher sehr schön war zum Leben. War schön, auf jeden Fall. Kann man nicht. Und das Wetter ist etwas besser. Ein bisschen besser, ja. Die Nudeln gibt es inzwischen auch in Deutschland, die italienischen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Es war sehr interessant. Vor allem die Veränderungen so über die letzten 30, 40 Jahre in diesem Land sind schon ganz spannend und enorm. Und jede Zeit hat ihr Schönes und ihr Schwieriges. Und wenn das so zusammen sich hier so trifft, dann ist es besonders interessant. Ich habe in der nächsten Woche auch wieder eine Sendung. Sie werden es kaum glauben. Das Thema heißt Karriere in Japan. Und wer ist da? Wieder ein Fußballstar. Pierre Littbarski. Ah. Denn der ist ja nun ein Star in Japan. Und da wollen wir hören, wie lebt ein Deutscher als Fußballstar in Japan? Und mindestens ebenso interessant, der Schweizer Karate-Weltmeister Andy Hug, das ist überhaupt ein nicht-asiatischer Karate-Weltmeister ist, und der lebt dort und wird wie ein Samurai verehrt in Japan. Und dann noch zwei andere Gäste, aber das sind so die beiden, die ich ihn erstmal nennen will. Ich hoffe, Sie sind alle wieder dabei. Am Samstag ist die Wiederholung auf Dreisat. Die ARD macht jetzt noch nicht zu, sondern sendet weiter. Hochinteressante Programme, bleiben Sie sozusagen dran. Und ich danke Ihnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.